Abgeordnete. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist Peter Pilz von der Liste Pilz. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich nehme es mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis, dass ich gleich mit einem angemessenen freiheitlichen Krawall begrüßt werde. Kein Problem. Aber kommen wir mal zur Sache und zum Grundsätzlichen, Herr Bundesminister, bevor ich versuche, mit Ihnen Details dieses Mails zu besprechen. Überall in Europa, wenn die extreme Rechte in Regierungen kommt, egal ob das in Rom, in Budapest oder in Wien ist, passiert dasselbe. Sie hat drei Ziele. Das erste Ziel ist die Übernahme des Sicherheitsapparates und hier vor allem des Geheimdienstes, weil er für sie gefährlich ist. Das zweite Ziel ist der Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Das dritte Ziel ist der Angriff auf die Unabhängigkeit der Medien und der Presse. All das ist derzeit in Österreich im Gange. All das verfolgen wir im Parlament, nicht nur in der Opposition, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Volkspartei mit Sorge. All das sind Gründe für parlamentarische Untersuchungen. Und all das sind Gründe, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter nicht nur der Medien und der Justiz zur Wehr setzen. Das ist das Erste. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe im Untersuchungsausschuss gefragt, Ihren Oberst Preißler, können Sie sich vorstellen, dass unter der Führung eines dschihadistischen Polizeioberst eine Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz stattfindet? Können Sie sich vorstellen, dass unter der Führung eines linksextremen Oberst im Verfassungsschutz eine Hausdurchsuchung durchgeführt wird? Der Oberst Preißler hat mich verständnislos angelacht. Bis zur dritten Frage. Ja, aber warum ist es dann möglich, dass unter der Führung eines rechtsextremen Oberst, der wahrscheinlich selbst vom Verfassungsschutz beobachtet wird, im Verfassungsschutz eine politisch motivierte Hausdurchsuchung stattfindet? Und dann komme ich kurz zur Justiz und dann komme ich eigentlich gleich zu den Medien. Das Ganze funktioniert nur. Die Machtübernahme der extremen Rechten in Bundesregierungen funktioniert nur, wenn es genau diese Kontrollmöglichkeiten gibt. Und da sind unabhängige und kritische Medien ein ganz, ganz großes und entscheidendes Hindernis. Und deshalb hat es dieses Mail gegeben. Und es hilft kein Herumreden. Dieses Mail vom Kabinettspressesprecher Pölzl ist eine Weisung. Und weil diese Weisung von einem Kabinettsmitarbeiter erteilt worden ist, ist diese Weisung rechtlich eine Ministerweisung. Ich habe heute mit zwei Juristen aus der Rechtssektion des Innenministeriums gesprochen. Und die haben mir bestätigt, ja, sie sehen das auch als Ministerweisung. Und wir werden das klären müssen durch berufene Juristinnen und Juristen. Und wenn es notwendig ist, und das wird mein Clubkollege Alfred Noll noch genauer erläutern, wird das auch zu klären sein, ob hier ein strafrechtlich relevanter Tatbestand vorliegt. Ich schließe das, um das ganz vorsichtig zu formulieren, derzeit nicht aus. Was ist mit dieser Ministerweisung, beabsichtigt worden? Ich komme zu einem Schlüsselbegriff und der heißt Exklusivbegleitung. Das ist kein Escort-Service, sondern das ist was anderes. Ich lese es Ihnen vor. Ansonsten erlaube ich mir vorzuschlagen, die Kommunikation mit diesen Medien, also die nicht regierungsnahen und regierungsfolgenden Medien, insbesondere Kurier, Standard und Falter, mit diesen Medien auf das nötigste, klammerrechtlich vorgesehene Maß zu beschränken und ihnen nicht noch Zuckerl wie beispielsweise Exklusivbegleitungen zu ermöglichen. Es sei denn, ihr seht darin einen echten Mehrwert bzw. die Möglichkeit einer neutralen oder gar positiven Berichterstattung. Das heißt, in einer Ministerweisung steht drin, Exklusivbegleitungen, wahrscheinlich zu Vegaschießübungen, wie es manchmal vorkommt, zu Verhaftungen von Asylwerbern oder Asylwerberinnen und,
Exklusivbegleitungen bei Polizeieinsätzen werden als Zuckerln verteilt für linientreue Journalisten und Journalistinnen. Das Entscheidende ist, dass hier drin bereits die Gegenleistung steht. Keine Kickelleistung ohne Gegenleistung. Und die Gegenleistung steht hier, neutrale oder positive Berichterstattung. Sagen Sie, wenn es heute in der Früh und in den letzten Tagen Zeitungen, müssen nicht ganz großformatige Zeitungen nachgeschlagen haben, sind Ihnen Artikel aufgefallen, wo drin steht, dass das einer der besten Innenminister aller Zeiten ist, dass er völlig zu Unrecht beschuldigt wird, dass eigentlich sich die Opposition schuldig macht, weil sie im Verfassungsschutz etwas aufklären will, was längst aufgeklärt ist, dass das keine Machtübernahme, sondern die Verfolgung eines dieser Verfolgung hilflos gegenüberstehenden Innenministers ist. Lesen Sie sowas und lesen Sie dann, wie Journalisten dieses Zuschnitts wieder berichten, live von Vegaschießübungen, von Verhaftungen, von Blaulichteinsätzen. Das ist Geschäft und Gegengeschäft. Und das hat in einem Ministerium nichts verloren. Und das heißt gleichzeitig, alle, die nicht mitmachen, die nicht ins Kickl-Geschäftsmodell passen, werden ausgeschlossen und haben einen Nachteil, haben einen wirtschaftlichen und journalistischen Nachteil, weil sie über vieles, was im Bereich konkreter Sicherheitspolitik passiert, nicht berichten können, von der Berichterstattung ausgeschlossen sind. Und das hat Folgen. Und das wird sich jede Redaktion überlegen. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Und es ist schade, dass hier die Fragen in der Dringlichen Anfrage in diesem Punkt nicht ganz präzise waren. Ich hätte gerne gefragt, wie gibt es sowas, dass bei einem Fernsehsender, und ich sage es hier in aller Deutlichkeit, ich habe größten Respekt vor der Arbeit, der journalistischen Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bei ATV, und ich glaube, dass es ihnen nicht recht ist und nicht recht sein kann, was hier in diesem Mail steht. Aber wenn hier steht, bei einer Vereinbarung, die behauptet wird, dass sie mit einem Fernsehsender geschlossen worden ist, dass es eine Live-PD, die österreichische Polizei, Samstagabend im Fernsehen geben soll, und dann steht, jede Folge wird abgenommen und geht erst nach positiver Abnahme auf Sendung. Es handelt sich dabei um imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit, bei der die Themen im Studio von uns bestimmt werden können. Und dann grundsätzliche Einteilung. Donnerstag und Freitag Begleitung Vega. Montag und Dienstag Begleitung Landesverkehrsabteilung abwechseln Tirol, Salzburg, Niederösterreich. Mittwoch Tatortgruppe oder Bereitschaftseinheit Oberösterreich, Steiermark. Und Donnerstag Abnahme in der Landespolizeidirektion Wien. Das heißt, die Beamten kriegen bei ihren Einsätzen gleich mit. Da ist das Fernsehen dabei. Bitteschön, Action. Wir müssen das herzeigen. Wir bestimmen den Studiogast, wir bestimmen das Thema. Und am Donnerstag wird abgenommen in der Landespolizeidirektion Wien. Herr Minister Kickl möchte wissen, wer genau nimmt ab. Wie wird abgenommen? Und wie schaut das aus? Und was passiert, wenn, es ist ja immer hinter Ihrem Rücken dann ein Wiener Polizeibeamter sagt, nein, das geht nicht auf Sendung. Sondern wir hätten statt dieser Szene lieber ein Ministerinterview. Das ist Abnahme, so funktioniert das. Das ist Pressefreiheit. So stellen Sie sich Pressefreiheit vor. Das ist Gängelung, das ist Anfüttern, das ist Drangsalieren und das ist versuchtes Gleichschalten der Presse. Und ich sage noch eines dazu, weil Kolleginnen von den NEOS und von der SPÖ hier einen falschen Eindruck unabsichtlich miterweckt haben. Der Minister hat heute keine Erklärung zur Pressefreiheit abgegeben. Er hat eine Erklärung dazu abgegeben, dass eh alles passt. Und ich sage Ihnen eines, es gibt ganzseitige Inserate des Innenministeriums. Diese ganzseitigen Inserate sagen, was soll man tun, wenn es einmal ganz gefährlich wird. Und da heißt es, wenn es möglich ist, flüchte ich. Ich lasse meine persönlichen Sachen zurück, weil diese mich behindern können. Das haben sie schon hinter sich, speziell in der BVD-Geschichte. Der zweite Punkt heißt verstecken.
Wenn Flüchten unmöglich ist, verstecke ich mich. Ich verriegle und blockiere Türen, stelle mein Handy lautlos, schalte die Vibrationsfunktion aus und verhalte mich leise. Auch das haben Sie speziell bei der Affäre BVD längst hinter sich. Und es stimmt, Sie sind heute im Parlament, weil Sie bereits bei Stufe 3 sind. Letzte Konsequenz: verteidigen. Verteidigen, wenn Flüchten sowie Verstecken nicht möglich sind, ich noch nicht in Sicherheit bin, also die Gefahr gegen mich noch andauert, dann verteidige ich mich als letzte Konsequenz. Es fehlt nur ein Kastel, das Kastel Nummer 4, und das heißt Rücktritt. Die letzte Konsequenz, Herr Bundesminister. Bitte das Schlusswort, Sie sind schon eine Minute drüber. Sie sind geflüchtet, Sie haben sich versteckt, Sie sind dabei, sich ein letztes Mal zu verteidigen. Nächste Station kommt. Demnächst, möglichst bald, Ihr Rücktritt, Herr Kickl, als Innenminister. Danke. Peter Pilz warnt, die Übernahme des Sicherheitsapparates, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz und auf die Medien, das sei gerade in Österreich im Gange.